Ja, langsam dichtet sich das da. Ja. Und ich krieg die Runde auch eh wieder eine Super, wenn ich wieder genug kaputt schieße. Schießen wir mal die Infanterieeinheiten ein bisschen weg. Weil wir ja sonst nichts erwischen. Nicht, dass die Infanterieeinheiten irgendwie großartig gefährlich wären oder so, aber ist halt lästig, wenn sie mehr besetzt. So. Ich schieße lieber erstmal mit dem hier. Da habe ich hier nämlich so einen 9 HP Medium im Blickfeld, den ich da haben will. Counterbreak. Yay. So. Da, du hast auch noch 6 HP. Ich kriegen wir auch noch ein bisschen kleiner. Ja, eine Mecheinheit besser als gar nichts. Bevor wir überhaupt nichts erwischen, lieber die Mechanheiten noch kaputt schießen. Und die da unten sollte ich sogar kaputt schießen. Bevor mir die noch gefährlich wird. So. Was machen wir kaputt? Ich tendiere zwischen Flak und Jagdpanzer. Ich glaube aber, ich mache die Flak weg. Diese Mission ist eigentlich wirklich zu einfach geraten. In der normalen Kampagne ist die wesentlich schwieriger. Ja, weil du keinen Kampfpanzer da rum hast, ne? Ja. Da habe ich nur zwei Jagdpanzer. Da habe ich nur zwei Jagdpanzer da hinten stehen. Das ist ein Unterschied. Weil sie kommt trotzdem mit einem Haufen Medium- und Neon-Tanks da irgendwo an, aber. Zwar nicht so viel wie sie hier hat, aber die Medium- und Neo-Tanks kommen trotzdem. Na gut, er schießt mal den APC noch ab. So. Hauen wir noch weg. Sagen, was du willst, die Infanterieeinheit da unten sieht für mich gerade wesentlich bedrohlicher aus als die Artillerie da hinten. Was denn? Hm. Die will mir hier noch was besetzen. Nicht, dass das jetzt sonderlich wichtig wäre hier, aber ich mag es trotzdem nicht, wenn meine Sachen besetzt werden.
wieder ein Medium Tank weniger. Wenn man seine Fernwaffen noch halbwegs geschickt platziert, kriegt man hier alles kaputt. Nachdem wir sowieso alles kaputt schießen müssen. Ja. Fangen wir da unten schon mal mit den Aufräumarbeiten an. Diese Mission stelle ich mir übrigens auch ziemlich lustig mit Grid vor. Grid? Ja. Unser Fernwaffenspezialist halt. Mit einem. Oh ja. Okay. Mit einem Feld extra Fernwaffenreichweite und so. Power, die Fernwaffenreichweite noch weiter erhöht und den Fernwaffenschaden zusätzlich boostet, der sowieso schon erhöht ist, und das Supercore Power, die dasselbe macht, nur die Fernwaffenreichweite um 2 Felder erhöht, womit der insgesamt auf plus 3 ist. Da kommt nochmal eine Prime Tactics. Hast du gehört, sie mag mich nicht. Kann ich verstehen. Ich meine, du hast hier doch nur ihre ganze Armee ausgeschaltet, also. Greift die überhaupt deinen Panzer auf dem Hauptquartier an? Nö, macht sie gar nicht. Sie hat Angst davor. Traut sich nicht. Auch wenn es ihr Missionsziel ist. Da unten steht mir immer noch viel zu viel Fernwaffengedöns rum. Siehst du, 8 Deckungssterne. Was? Hält sich der erhaltene Schaden schon sehr in Grenzen, beziehungsweise hätte sich in sehr stark in Grenzen gehalten, wenn sie noch volle HP gehabt hätte, der Einheit. Bei vollen HP hätte ich da keine 67% dastehen gehabt, sondern wenn es hochkommt, vielleicht 10. Eher sowas in Richtung 6 oder 7. Rechnet sich das? Der Schaden, also du multiplizierst die Deckungssterne mit den HP der Einheiten und das ist der Schadensverringerung, die du hast. So rechnet sich das. Das heißt, wenn du eine 10 HP Einheit auf 8 Deckungssternen hast, dann hast du 80% Schadensverringerung, weil du 8 Sterne mal 10 Trefferpunkte hast.
wenn du nur noch ein HP hast, dann sieht das halt so aus, dass du 8 Sterne mal ein HP, das sind 8% Schadensverringerung. Der Schaden wird dann berechnet wie insgesamt? Das ist dann der Basisschaden, den die Einheit auf die andere macht, multipliziert mit dem Kofaktor, also im Fall von Sonja einfach mal 100%. Und das, die Schadensverringerung dann einfach abziehen. Beziehungsweise verrechnen. Wenn ich einen Schaden von 50% mache und die Einheit durch Deckungssterne 20% weniger Schaden kriegt, dann kriegt sie noch 40%. Also 4 Lebenspunkte. Jupp. Wobei dann immer noch die Glücksstreuung dazu kommt. Der Kampfpanzer bleibt auf dem Posten. Jetzt ist ja schon verloren, wenn du das nicht, wenn du den bewegt hättest. Hab ich noch irgendwo. Ich hab hier noch einen Speer. Okay. Die Einheit stirbt nächste Runde. Oh, Moment, ich muss niesen. So, geht wieder. Da musste jetzt was raus. Wo war ich? Ja, hier. Jetzt muss ich mich da irgendwie schauen, dass ich mich da irgendwie durchmogeln kann. Stellst. Moment mal. Ich würde gerne mal ein bisschen was sehen. Zumindest ein bisschen mehr. Ja, Sichtweite im Kriegsnebel ist schon manchmal sehr praktisch. Ja schon beim, also diese Mission ist ja schon beim Zugucken sehr, also das ist sehr zufriedenstellend, wie diese gewaltige Armee so langsam runtergeschmolzen ist Richtung keine Einheiten mehr. Jetzt hat er es mir noch einfacher gemacht. So. Diese plus 1 Sichtweite, die ist manchmal einfach viel zu praktisch. Man einfach so passiv hat. Den Speer da oben sollten wir auch nicht vergessen.
glaube, der Raketenwerfer ist ihre letzte Einheit. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass es ihre letzte ist. Yep. Mission complete. Dann haben wir das auch wieder geschafft. So, dann bleibt in Yellow Comet jetzt nur noch die Fabrikmission. Aber du hast gemeint, du wolltest nur noch eine Mission machen, oder? Ja. Weil die Mission dauert eh ein bisschen länger, weil das ist ein sehr, sehr langer Kampf, bis ich da mal am Ziel bin. Aber es ist ein interessanter Kampf, finde ich. Okay. Ja gut, kannst ja dann beim nächsten Mal auch wieder mit dabei sein. Einfach mal, damit du ein etwas längeres Gefecht siehst. Ein bisschen längeres Gefecht ist gut. Das eine hat ja schon fast so eine Stunde gedauert. Ja, also ich hatte hier teilweise schon Gefechte, die gingen über 2 Stunden. Gerade wenn wir irgendwann dann mal hier sind. Ja, das ist die Green Earth Fabrik Mission. Die dauert am längsten. Okay. Also dann, wir machen hier Aufnahmepause und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut.